Du bist? Ich bin Jochen, hallo, und du? Hallo, ich bin Tex Dixiegas. Was ist denn Dixiegas? Eine Propangasfirma, die beste in Süd-Tennessee, die einzige, die noch in Familienbesitz ist seit 1957. Ja, und da gehörst du dazu. That's right. Das ist ja sehr cool. Aber was ist Lacuna City? Ja, Lacuna City ist das, was man hier sieht. Wir sehen sehr viel. Wir haben The Cone gesehen, wir haben eine Bar aus Karton gesehen, wir haben einen extrem gemütlich aussehenden Livestage gesehen, wir haben eine Offline-Suit, ein gelbes Zelt und ja. Ja, das ist dann... Was ist das denn in Wirklichkeit? Das ist doch nicht einfach nur eine Live-Bühne, das ist doch was ganz anderes. Ja, ich meine, wir haben schon ein paar Verschwörungstheoretiker da machen wir vielleicht mal so eine eigene Session. Also wir haben hier jemanden, der... Also die Küche ist wirklich sehr charmant. Also ja, die habe ich gebaut, ja, ne? Ist schön geworden. Das sieht so richtig nach Spanienurlaub. Ja, und vor allem auch der Name Bar du Lac. Eigentlich wollte ich Bar Lacuna schreiben und dann merke ich irgendwie, jetzt ist es doch schon irgendwie zu lang geworden. Und dann habe ich gesagt, na, Bar du Lac, wunderbar, fertig. Ja, wir leben hier, nicht? Es ist einfach, Lacuna ist Leben. Also Lacuna heißt Lücke, Zwischenraum, Freiraum. Mhm. Und wir, also Marc und ich, bieten ja einfach Leuten die Möglichkeit, im Sommer hier was zu machen. Egal was. Lässt sich gut machen mit den beiden Solardingern da. Funktioniert das auch ganz gut, oder? Im Moment habe ich mit dem einen gerade ein Problem, muss ich mal schauen, weil wenn da der Strom mal ausfällt, dann kann der anfangen zu kochen und dann läuft es nicht richtig. Aber ansonsten, also funktioniert das wunderbar. Ist ein bisschen knapp bemessen, wir wollen auch so ein bisschen einen Test drauf machen, ne? Wie funktioniert es? Und man muss sagen, bei schlechtem Wetter ist es dann schon ein bisschen bitter. Ja, aber dafür gibt es ja auch Lagerfeuer. Ich sehe schon, ihr habt schon ein bisschen geübt. Ja, ja. Vorne unter dem Lacuna steht so ein bisschen irgendwas wie Medien, Kunst, irgendwas. Irgendwie scheint auch noch ein Kunstanspruch dabei zu sein. Was wollt ihr hiermit eigentlich so... Also der Beginn ist eigentlich, dass ich Producer bin und mit dem Autor gearbeitet habe und der irgendwann gesagt hat, ich habe da alles auf alles keine Lust mehr, auf die Hierarchien beim Film, ich will mal einfach was Neues ausprobieren. Und vielleicht mache ich hier einen Film, vielleicht mache ich auch keinen, aber in jedem Fall möchte ich einfach mal ein paar Leute beisammen haben. Was machen, was filmenswert gewesen wäre, wenn es gefilmt worden wäre? Nee, es ist eine Film, nein, schon der Prozess des Filmemachens, ja, nicht? Okay. Also normalerweise habe ich aber die verschiedenen Departments, irgendwo sitzen die Schauspieler und das Licht, das sind die einen Jungs und der hat gesagt, ich will mal was anderes ausprobieren. Ich will auch eine andere Art von Film machen, weil das sind so Strukturen, da kommen auch immer die gleichen Filme bei raus. Bisher haben wir jetzt irgendwie 2 Szenen gedreht und dann erstmal nichts, aber das ist auch okay. Läuft die Kamera dann einfach so rechts, links mit und mal guckt, ob man das verwerten kann oder machst du die dann auch nur an, wenn du wirklich denkst, jetzt ist gut oder ich mache jetzt eine Szene? Das ist Filmmaterial, das kostet Geld. Also es wird auf 16 mm gedreht. Das heißt, da muss man dann schon gucken, dass man wirklich sich die Sache vorgenau überlegt. Okay. Das ist nur ein Projekt von vielen, aber das hat soweit die Initialzündung. Wir wollen diesen Film machen, wir wollen irgendwie versuchen, anders zu machen. Und dann die Einladung an Künstler, hierher zu kommen. Und ein paar sind gekommen, also die Cone-Jungs sind gekommen. Die Cone sieht spitze aus, mal wirklich, dass sie... Ja, vor allem müsst ihr das nachher mal bei Licht sehen. So, was kannst du uns denn noch erzählen, was wir jetzt mit dem bloßen Auge verpassen würden, wenn wir hier so durchlaufen? Wenn du sagst zum Beispiel, ah, das ist gar kein DJ-Pult, das ist ein Multimedia-Würfel. Wieso? Warum sind da Atombombenfässer drauf? Ne, die haben wir gefunden, nicht? Als wir hier in der Erde? Haben, ja. Traumhaft. Ob das die Stadt Karlsruhe weiß? Nee, das weiß man nicht. Wir haben ja halt dieses Gelände bekommen. Es ist klar, dass es hier mittelstark kontaminiert. Und dann hat jemand gesagt, Mensch, ich will sowas in so einer Kuhle machen. Haben wir die Kuhle ausgehoben und haben die Fässer gefunden. Also die haben sie noch gar nicht aufgemacht. Wahrscheinlich ganz harmlos. Nach Mitternacht werden die dann geöffnet, so, wenn der Alkoholvorrat weg ist? Und dann ja, alle. Ja, weiß ich. Also dann geht's ab in die Cone und dann wird's gefährlich. Ich habe mir bisher noch keine Sorgen gemacht, aber jetzt, wo du es sagst... Wenn es grün ist und leuchtet, schmeckt's. Nein, das ist irgendwas Künstler. Das hat ein Künstler, wollte diese Atmosphäre schaffen, da wurde gegraben und da lagen dann diese Fässer. Zum Beispiel, was macht ihr mit der Bar, wenn es regnet? Dann liegt da ein Haufen Matsch. Ja, denn die wird dann, ist dann auch egal. Dann die wird dann wieder, die wird dann wieder abgebaut. Okay. Also das ist auch ein Projekt, ein Restprojekt. Da hat jemand ein ganzes Haus gebaut aus diesen Kartons und die sind jetzt noch übrig geblieben und jetzt wird daraus nichts Bar. Besseres als ein Haus in eine Bar verwandeln, oder? Ja. Was passiert im gelben Zelt? Ist es das Liebeszelt oder ist es das Entspannungszelt? Nein, das ist das Kuschelzelt. Ich lag doch gar nicht so schlecht in meiner Theorie, oder? Ja. Was ist die Offline-Suite? Die Offline-Suite, da sitzt Wolfgang, mein Nachbar aus Köln, ehemaliger... Ist online. Und ist offline und sichtet Material, das er hier gefilmt hat. Er macht so einen Film, dass er so eine Katze ist, die hier so durchschleicht und immer mal sowas sieht und wieder wegrennt. Und das sicht, und da macht er so Sichtungen und ja, und hat es gern halt ein bisschen dunkler und deshalb hat er das so ein bisschen verbarrikadiert. Wann ist die beste Zeit, hier vorbeizuschneiden? Eigentlich nachts, oder? Wahrscheinlich nachts sind die Sachen beleuchtet und... Ja, also abends ist hier meist eigentlich fast immer Musik. Da hinten gibt es auch orgiastische
Hippie-Szenen, oder? Da darf ich persönlich übrigens stehen. Nee, natürlich. Aber in jedem Fall gibt es meist abends ein Feuer, aber auch gerne Holz mitbringen. Inzwischen haben wir mich fast alles vereist. Ja. Und es gibt Getränke und es gibt Musik und manche schöne Gesprächsrunden. Dann sind immer auch wieder Leute, die dann hier mal für 3-4 Tage bleiben. Wie lange ist denn, apropos 3-4 Tage, wie lange findet das denn hier noch statt? Von wann bis wann, sag mal ein Datum, damit unsere Online-Viewer das auch so ein bisschen... Wir sind noch hier bis Ende August. Das ist doch traumhaft. Und ist das für nächstes Jahr, ist das dein Grundstück oder mietest du das wieder? Wird es das nächstes Jahr wieder geben? Ist das fix oder ist das so, mal sehen oder... Also wir haben jetzt hier dieses Gelände bewusst gewählt. Wir wollten so ein Brachgelände, aber schon nahe der Stadt, haben das bekommen von der Volkswohnung. Die hat uns das kostenlos zur Verfügung gestellt. Hurra auf die Volkswohnung. Ja, ein Hurra auf dieses Grundstück. Was war eigentlich die wunderbarste Überraschung, die dir jetzt, seit es das hier gibt, passiert ist? Irgendjemand auf dich zugekommen, du hast gesagt, wow, toll, dass ihr kommt. Oder irgendjemand hat gesagt, du kannst das von mir haben, einfach nur so, wow. Was war das Beste eigentlich? Ja, da fährt so ein Auto so ganz langsam vorbei. Und dann steigt Noray aus und sagt, nee, Jochen, du bist es. Du bist doch total bekloppt, machst du schon wieder so ein Projekt. Und wir hatten uns schon 10 Jahre nicht gesehen. Wir haben mal zusammen so ein Hotelkunstprojekt gemacht. Das war schön. Und so nach und nach, dass dann immer wieder Leute hier rein. Kreuzen dieselben Gesichter auf. Genau. Traumhaft, das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Alright, das war's aus Lacuna City.